Grüß euch Gott, alle miteinander. Ein ganz neuer Anblick, ein kleines weißes Häuschen und ich kann freudig erzählen, es ist das meinige. Ich hatte Anfang des Jahres 2022 die Idee, dass ich ein Gartenhäuschen aufstellen lassen wollte. Ich bin Gott sei Dank in der glücklichen Lage, das machen zu können und habe mich dann erkundigt, was gibt es, was will ich, was brauche ich, und hatte dann ein Foto von diesem Häuschen gesehen und danach hat mir nichts anderes mehr gefallen. Ich habe dann den Bausatz gekauft. Es hat dann, ich glaube, 12 Wochen, 10 Wochen gedauert, bis er geliefert werden konnte. Schaut euch mal das Dach an. Das hat so ein Bömmelchen oben. Mich erinnert das immer so an eine Zipfelmütze und das wäre ja dann extrem passend. Also das Häuschen ist geliefert worden. Ich habe allerdings eine Firma benötigt, die mir das Ganze aufstellt. Das ist nicht nur so ein bisschen Pillepalle. Das ist ein Holzblockhaus, ein Fünfeckhaus. Es hat ein richtiges Fundament bekommen. Ich habe abgeklärt, ob ich eine Baugenehmigung brauche oder nicht. Brauchte ich Gott sei Dank nicht. Es ist ausgehoben worden, gut eine Tonne Erde. Es musste gebuddelt werden, weil das Abwasser in den Kanal muss. Das Abwasser, das vom Dach runterläuft. Es ist also der halbe Garten umgegraben worden. Und Ende des Sommers stand das Häuschen dann. Allerdings war der Strom noch nicht fertig. Ich hatte meinen Sommerurlaub hier in Niederbayern verbracht und habe die Zeit genutzt, weil ich nämlich eine Devise hatte. Ich wollte so viele wie möglich Sachen, alte Sachen, Möbel, Accessoires, die vorhanden sind aus Wohnungsauflösungen der Omas, aus auch nach meiner Mutter noch, wieder verwenden und als Möbelchen für das Häuschen hernehmen. Dafür war natürlich eine gewisse Aufarbeitung notwendig. Das habe ich auch gemacht. Ich bin im Großen und Ganzen meinem Motto treu geblieben, nicht so viel zu kaufen. Etwas habe ich gekauft, aber nicht alles. Und ich wollte auch unbedingt so viel wie möglich selbst machen, was halt in meinem Ermessen liegt. Ja, das ist das Häuschen. Ich lade euch jetzt ein zu einem kleinen Rundgang durch mein kleines Zipfelmützchenhäuschen und sag, wie es hier schon steht, ganz herzlich welcome. Dann werde ich die Tür mal öffnen und bleibt gespannt, was euch innen erwarten wird. Das ist der erste Blick, wenn man die Tür öffnet. Ich mache jetzt mal das große Licht an. Es ist ja November und kein Sonnenschein draußen, aber relativ hell. Ja, so sieht es da aus und ich schlage vor, ich mache jetzt mal von der Tür, von der Eingangstür kommend, links eine Runde und erzähle so ein bisschen was dazu. Hier ist ein altes, relativ großes Puppenbett. Das hatte ich bei mir in München, aber bereits im Keller, weil in der Wohnung kein Platz war. Es hat ganz anders ausgesehen. Ich habe es mit Kreidefarben gestrichen und gestempelt. Und da haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5 meiner kleinen handmodellierten Babys Platz gefunden. Wenn ich hier nach oben gehe, liegt so ein bisschen Tüttelkram. Das habe ich übrigens auch am Fenster. So ein Vögelchen, das finde ich, ach, ich fand es nett. Und es passt rein. Ich bin ja für so kitschige Sachen zu haben. Hier ist ein
alter Strohhut, den ich eigentlich wegschmeißen wollte. Und dann habe ich den aber so ein bisschen aufgearbeitet. Und wir sind hier am Lande in Niederbayern. Und da passt es doch ganz gut hin. Das ist das erste Fenster. Da rein kommt links. Das kann man kippen und ganz aufmachen, was auch ganz gut ist. Es hat eine alte Gardinenstange, die war noch von meiner Mutter, hatte keine Verwendung mehr, war Eichefarben. Ich habe sie gestrichen, die Ringelchen, Vorhangringelchen hatte ich und ich habe einen, ich glaube, 30 Jahre alten Vorhang, Gardine, der bei mir mal in München hing, die ich aber aufgehoben habe, hingehängt. Dann gehen wir mal weiter. Hier sieht man einen Stubenwagen. Ja? Einen schönen Stubenwagen in weiß. Das ist nicht mein erster und mein zweiter, nein, das ist mein dritter. Der gehörte meiner Mutter. Sollte, glaube ich, beim Sperrmüll entsorgt werden und sie hatten dann bekommen. Sie hatte auch Puppen gesammelt und von daher hatte sie damals Verwendung. Ich habe den, nachdem ich ja meinen Sommerurlaub hier verbracht habe, weiß gespritzt und auch das Holzgestell weiß gestrichen. Und mein kleiner Anton genießt jetzt Landluft. Der ist jetzt hier. Ich gehe weiter. Hier an der Wand ist ein, naja, eigentlich ist es eher wie so ein kleines Pappregal. Aber für mich ganz toll, weil leicht. Und ich konnte es mühelos mit einer Schraube an der Holzwand befestigen. Ich kann da ja nicht so schwere Sachen dran machen. Da sind von mir modellierte Sachen, alles so Kleinkram. Und der hat hier recht schön Platz gefunden. Nach links, wenn ich schwenke, hängt ein Leinwanddruck eines Fotos, das ich gemacht habe, die mich verfolgen wissen. Das ist mein prähandmodelliertes Unikat und das daraus gegossene Silikonbaby Fritzi. Daher Fritzi und Fritzi. Und wenn ich hier bin und die beiden nicht dabei sind, habe ich in Form dieses Bildes, das präsent ist, immer eine kleine Erinnerung an die beiden. Ich gehe weiter. Hier ist mein Ofen. Der ist jetzt nur bedingt an. Hat auch noch eine Flamme, aber die zeige ich vielleicht ein andermal. Ich kann jetzt damit nicht dauerhaft heizen. Das würde ein kleines Vermögen kosten. Aber so ein bisschen überschlagen warm bekommt man es mit dem Ofen. Dafür ist er ganz gut geeignet. Ein Häuschen weiter. Ein altes Regal. Das Regal ist von meiner Großmutter, die hatte das bei sich in der Speis stehen. Speis ist Speisekammer. War ist ein typisches Nachkriegsmöbel aus verschiedenen Materialien, die gerade da waren, gefertigt. Also Holz und auch teilweise wie gepresste Holzmehl, also Presspappe. Naja, Pappe nicht, es ist relativ dick und fest. Auch das habe ich gestrichen. Im Urlaub, damit es schön in mein Farbkonzept passt. Und fangen wir von unten nach oben. Hier sind meine beiden kleineren, mittelgroßen Äffchen. Hier habe ich so ein bisschen Decken und Zeug, was ich brauche. Hier sind zwei Schubfächer. Ach, da sind von Schleifchen bis Klebeding und Schere und was man halt so braucht, wenn man es macht, drin. Hier sind zwei Boxen. In einer ist schon etwas Babykleidung, falls ich mal Lust verspüren sollte, eines meiner Orks umzuziehen, habe ich dann hier auch Material. Eine Etage höher, zwei Puppenstuben. Das ist die erste. Das ist meine Storchenstation, die habe ich selbst gemacht. Und zwar bereits im Jahr 2012, ist 10 Jahre alt. Das zweite Puppenstübchen ist mein Babyzimmer, das ich nach und nach mit so kleinen netten Dingen noch ergänzt habe. Es stammt aus der gleichen Zeit, also auch in etwa 10 Jahre alt. Und das meiste sind meine handmodellierten Oaks, die da drin sind. Ganz oben habe ich so ein bisschen Retro-Design.
Ein Retro-Radio, das mir Unterhaltung bieten soll, wenn ich mal alleine hier sitzen sollte. Kann ich ein bisschen Musik hören. Ja, meine Oak-Babys. Und noch so ein bisschen Plempel. Das sind zwei Sparbüchsen, die fand ich ganz nett. So, das ist das Regal. Es geht weiter. Was ist neben dem Regal? Nochmal so ein kleines Regal für die netten, süßen, kleinen Sächelchen. Links das Baby liegt in einer halben Kokosnuss. Das ist ein altes Puppenbettchen. Hier zwei in einer kleinen Spanschachtel, die ich weiß gestrichen habe. Nochmal zwei kleine Zipfelmützchen. Hier oben ein vollmodelliertes Baby. Und hier, wie in einer Art Klinikbettchen, auch nochmal ein kleines Baby. Ich schwenke weiter nach links. Hier sind drei Fotos von großen Unikarten, die ich modelliert habe. Das in der Mitte habe ich noch, das ist der Anton. Rest ist weg. Die hängen hier so zur Erinnerung. Hier kommt ein Tischchen. Ich finde das ja schon interessant, die Geschichte. Aber ich fange jetzt mal erst an, was drauf ist. Das ist eine alte Kaffeekanne von mir. Von meinem erstes Kaffeeservice. Kanne ist noch übrig. Dann die im vor Ostern modellierten Häschen. Eine kleine Tischlampe, die wollte ich unbedingt haben. Und da habe ich mir ein ganz günstiges weißes Schirmchen gekauft und einen Lampenfuß und habe da so ein bisschen verziert, dass das so schön reinpasst. Weiter unten steht ein Sportpuppenwagen. Ist kein Kinderwagen, ist ein Puppenwagen aus den 50er Jahren. Ich finde den so klasse mit diesen alten Felgen. Und da liegt mein kleiner Striezel drin. Das ist ein Cuddlebaby. Nicht ganz so groß. Er hat jetzt hier sein Plätzchen gefunden und ist auch umgezogen. Lebt jetzt auch am Lande und genießt die Landluft. Das Baby, ach, das ist kein Babyzimmer, das ist ein Weihnachtszimmer, kann ich noch mal zeigen, aber es gibt schon ein Video davon. Echte Blumen gehen nicht in diesem Haus, deshalb musste ich leider auf Kunstblumen zurückgreifen. Echte Blumen müssen gepflegt werden und ich bin zu selten da. Daher diese Variante, aber das war eine alte Milchkanne, die ich hatte und ich finde, das macht sich auch ganz gut. Hier habe ich einen etwas größeren Puppenschaukelstuhl, der ist noch von meiner Mama. Auch den habe ich mir gestrichen und so ein bisschen in dem Stil, wie die anderen Möbel gestaltet. Und da sitzen meine drei kleineren Affen dran, die dürfen da rumturnen. Wenn ich jetzt hier nach oben gehe, sieht man eine alte Uhr. Alt, ja. Uralt, nein, weil das Gehäuse hinten ist schon Kunststoff. Ist eine mechanische Uhr, die aber nicht mehr so will. Ist wurscht. Ich habe sie mir auch in dem Stil hergerichtet. Sie war zartgrün und hatte Bauernmalerei. Ist sogar handgemalt aus Südtirol. Blättert aber auch schon ab und ich wollte sie hier als Deko-Wanduhr haben und dafür erfüllt sie allemal ihren Zweck. Ja, oben links ein kleines rosa Herzchen. Das wäre ja nicht ich, wenn hier kein Herzchen hängen würde. Und weiter geht's zu einem großen Print, Fotoprint. Der ist auf Vinyl. Und die habe ich mir, ich habe zwei davon, aber einer hängt jetzt hier. Habe ich mir machen lassen. Den hatte ich immer dabei, wenn ich mal auf einer Ausstellung auf dem Hobbykünstlermarkt gewesen bin. Dann trete ich ein wenig zurück. Dann sieht man die Sitzgruppe. Muss ja auch ein Plätzchen finden. Auch die hat ein wenig Geschichte. Die Stühle sind auch noch von meiner Oma. Das sind original 50er Jahre Küchenstühle. Die wollte ich nicht streichen, die wollte ich original belassen. Dafür haben sie jeweils so eine weiße Husse bekommen. Ich habe noch ein Polster auf die Sitzfläche gelegt, damit es etwas bequemer ist und ich da auch mal sitzen kann. Das Tischchen ist von Kleinanzeigen, weil ich auch viel gebraucht erworben habe.
Das passt ganz gut rein, weil es zart, zierlich, recht filigran ist und ich kann was abstellen. Und der Hocker, den habe ich auch schon, ich weiß nicht, seit 30 Jahren. Ich jetzt ein bisschen aufgemöbelt, neu gespritzt. Und der dient so als Abstellplatz oder wenn mal eine dritte Person zu Besuch kommt, dass auch die sitzen kann. Jetzt habe ich natürlich wieder was vergessen. Ich wollte noch mal zu diesem Tischchen was sagen. Das habe ich auch in Kleinanzeigen und zwar hier vor Ort entdeckt. Und für alle, die nicht wissen, was das für ein Möbelchen ist, für ein Kleinmöbel, das ist ein ehemaliger Telefontisch. Ein Möbelstück, was nicht mehr benötigt wird im Zeitalter der Smartphones und Handys. Da stand früher fest installiert das Telefon, hatte meist einen Stuhl daneben und hat da telefoniert. Das Möbelchen ist günstig angeboten worden, war teilweise schon gestrichen, den Rest habe ich. Ich habe ja gesagt, ich habe wie eine Wahnsinnige gestrichen und gespritzt in diesem Urlaub. Und habe ich mir das dann auch fertig hergerichtet. So, dann gehe ich mal weiter. Also das mit den beiden Stühlen und den Hussen hatten wir. Mit dem Tischchen auch von Kleinanzeigen ebenfalls. Jetzt machen wir mal da weiter. Ich bewahre in Anführungszeichen, meine Babys ganz gern in Körbchen auf. Das ist auch einer meiner alten Weidenkörbe. Die hatte ich schon vor längerer Zeit als gespritzt, ist ausgestattet worden. Und ich habe meine Kattelzwillinge Lilly und Lotte mitgenommen. Die tragen noch die Trachtenkleidung mit den Brezen. Und die sind auch mit umgezogen aufs Land und sind jetzt hier in diesem Körbchen. Das Körbchen steht auf einem alten Holzhocker oder Holztischchen. Das habe ich auch gestrichen. Und es bietet sich geradezu an, es als Untergestell herzunehmen. Ja, hier mein Mobile. Und hier, ich weiß nicht, die Farbe, es ist rosa. Es ist nicht irgendwie orange. Die Lampe mal ein bisschen beiseite. Das ist ein 50er Jahre Taufkleid. Habe ich als Wanddekoration hier hingehängt. Vielleicht hat es schon einer beim Anfang, beim Reingehen bemerkt. Ich schwenke nochmal schnell rüber. Das Pendant ist in hellblau hier für Jungs. Ich hatte zum Beispiel den Haken auch zu Hause, habe ich nicht mehr gebraucht, blau gestrichen. Zack, hängt es hier und hat eine neue Verwendung. So, jetzt machen wir die Ecke noch fertig. Hier eben das zweite Fenster. Jetzt wird es so dunkel, ein bisschen nach unten. Gleicher Vorhang, gleiche Stange. Und vor dem Fenster ist eine Korbtruhe, die war schon weiß geweißelt. Die habe ich da mitgenommen, wo ich auch das Telefontischchen geholt habe. Da es da kein Fensterbrett gibt, finde ich das ganz gut, wenn da so eine Korbtruhe steht. Tja, und was sitzt vor der Truhe? Mein größtes Orang-Utan-Baby. Hier habe ich einen alten Kinderstuhl. Den hatte ich mal vor Jahren von einer Freundin geschenkt bekommen. Er ist dunkelbraun gewesen, jetzt ist er auch so gestrichen. Ja, und mein Äffchen freut sich, dass es hier sitzen darf. Wenn ich jetzt nach unten gehe, sieht man, da ist noch etwas. Und zwar ist es mein Fatschenkind. Diesmal als Baby in einem Körbchen. Der Sternenkranz liegt hinten, hochkant. Auch in einem Körbchen, das ich gestrichen habe. Hier ein kleiner Schemel. Mit einem Blumentopf drauf und ist halt natürlich auch eine künstliche Blume, aber anders geht es eben nicht. Was ich noch zeigen wollte, ist mein kleiner Kronleuchter. Der war mal messingfarben, habe ich gestrichen, bisschen ausgeschmückt mit schönen Bleigestrahlanhängern, aber spärlich. Und ich finde, der passt ganz gut rein, ist in der Mitte des Daches befestigt. Und sieht recht nett aus. Oben auch noch eine kleine Wimpelgirlande mit, was steht drauf? It's a boy. Und es bezieht sich natürlich auf den Anton, weil er hier in der Ecke sein Plätzchen gefunden hat. Kann man vielleicht so am besten sehen. Gut,
dann machen wir noch mal weiter. Hier waren wir eigentlich stehen geblieben. Hier ist noch mal so ein kleines Regal. Und hier sind ebenfalls kleine Sachen, die ich modelliert habe. Und hier schön reinpassen. Ich hätte ja sonst gar nicht so viel Stellfläche gehabt. Hier ist ein alter Spiegel. Den hatte ich von meiner anderen Oma. Es war mein erster Gang- oder Flurspiegel, als ich ausgezogen bin zu Hause. Ich habe auch den noch ein bisschen verziert, dass es so ein bisschen schnörkeliger wirkt und hier reinpasst. Ganz hier oben ist eine einfache, jetzt muss ich mal schauen, ob ich das etwas schärfer bekomme, stilisierte Krippe. Die habe ich bereits letztes Jahr gemacht. Irgendwie will es nicht scharf. Die wird das ganze Jahr hier hängen, also die Heilige Familie mit dem Christuskind. Und die Krippe ist auch aus Mundspateln und dann gestrichen. Weil wir gerade bei Deko sind, und zwar oben, oberhalb der Tür, habe ich mir das hingemacht, aber bereits im Sommer. In der Mitte war ein Strohengel, also auch in der Farbe. Und die beiden anderen waren rot, waren Weihnachtsengel. Die habe ich mir umgestrichen und ich finde, das ist eigentlich eine ganz nette Dekoration für oberhalb der Tür. Ja, die Tür ist schön breit. Es ist eine Doppeltür, die man im Sommer ganz aufmachen kann und man hat dann so das Gefühl, man sitzt mitten im Garten. Ich hatte vorhin erwähnt, die zwei Fenster, die sind sehr notwendig, weil es natürlich warm wird, wenn das so richtig die Sonne scheint. Aber wenn ich dann das Fenster und das Fenster, das ich auf der anderen Seite habe, ganz aufmache, ist ein schöner Durchzug und dann kann man es gut aushalten in dem Häuschen. So, ich glaube, das war jetzt alles. Ihr habt alles gesehen von meinem kleinen weißen Traumhäuschen. Ich bedanke mich fürs Durchhalten. Es ist ja ein mega langes Video, das haben wir noch nie gemacht. Es ist mega lang geworden. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, auch mir zu lauschen und den ganzen Erzählungen und mit dem Blick auf die Sitzgelegenheit möchte ich mich verabschieden und sag bye bye.